Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier in diesem Gottesdienst. Alle, die zusammengekommen sind, um diesen Gottesdienst im Namen Gottes zu feiern. Ganz besonders grüße ich auch heute die Tauffamilie, denn wir feiern heute eine Taufe. Ich begrüße Pfarrer Brück zusammen mit unserem Gottesdienstteam und nicht zu vergessen Manuel Böhm an der Orgel. Ich wünsche uns allen, dass wir heute in diesem Gottesdienst Gottes gute Botschaft hören, nicht nur mit den Ohren, sondern vor allem mit unseren Herzen. Gott sendet seine Boten in die Welt, um seinen Willen zu verkündigen und um sein Lob in der Welt zu vermehren. Die Propheten und die Apostel. Und auch jeder von uns, jeder Christ ist aufgefordert, sein Wort zu verkündigen, sein Lob zu vermehren. Aber leider ist das nicht immer ungetrübt. Jeder von uns kennt den Begriff Fake News. Ein ganz modernes Wort. Aber so modern, so neu wie dieses Wort ist, so alt ist die Tatsache, dass es Fake News gibt. Auch im Zusammenhang mit der Kirche, mit dem Wort Gottes. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, sie würden Gottes Wort weitersagen, aber tun es nicht. Tun es aus Eigennutz, tun es, um Menschen zu verderben. Wir dürfen uns heute freuen auf die Predigt, in der wir hören von Fake News aus dem Alten Testament. Ein Bericht aus dem Propheten Jesaja. Ich wünsche uns allen einen guten Gottesdienst. Loben wir Gott, indem wir miteinander beten. Psalm 34 auf dem Beamer. Bitte jeweils die eingerückten Zeilen sprechen. Ich will Gott, dem Herrn, loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass uns viele Menschen hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer, der ihn rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet Gott, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. So kommt und lasst uns den dreieinigen Gott anbeten, indem wir miteinander singen das erste Lied 276, die Strophen 1 und 5 im evangelischen Gesangbuch. Ich will, solange ich lebe, rühmen des Herrn mein. Thank you.
Gott, du bist und bleibst ein Wunder, richtend und rettend, heilig und heilend und helfend. Du bist dir immer gleich und offenbarst dich immer neu. Du änderst dich nie und bist zugleich überraschend anders. Du bist verlässlich und berechenbar, zugleich niemals auszurechnen. Du wohnst in unseren Herzen und lässt dich von unseren Gedanken dennoch nicht fassen. Du lässt dich für uns in Christus mit einem Hammer ans Kreuz nageln, aber nie auf unsere Vorstellungen festlegen. Himmlischer Vater, Schöpfer der Welt, im Heiligen Geist kommst du zu uns und wohnst in uns. Du führst uns in Christus durch Gericht zur Gnade, dein Volk zur herrlichen Freiheit der geliebten Kinder Gottes. Darum lobt Gott und erhebt seinen heiligen Namen, indem wir miteinander singen aus dem EG Plus, die Nummer 43, und zwar die eine Strophe singen wir zweimal. Wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen und zu beten. Barmherziger Gott, komme mir in deinem Wort nahe. Lass es in mir lebendig werden. Ich will mit dem Psalmbeter jubeln und loben, danken und weinen. Mit dem Propheten Jeremia deine Wahrheit und dein gutes Wort verkündigen. Mit den Jüngern an Jesus zweifeln, ihm vertrauen und nachfolgen. Und mit den Aposteln teilen, was ich bin und habe. Barmherziger Gott, komme mir in deinem Wort nahe. Lass es in mir lebendig werden. Dies bitte ich dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und dich lobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wir taufen in diesem Gottesdienst das erste Kind von Steven Diekmann und Celine Hoffmann. Weil Christus seiner Gemeinde den Auftrag dazu gibt und die Einladung ausspricht,
Deshalb taufen wir. Darum hört auf die Worte aus dem letzten Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir singen aus dem Gesangbuch EG Plus 48. Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Eltern, liebe Paten, wir alle haben das Leben von Gott geschenkt. Gott ist der Schöpfer und Herr aller guten Gaben, vor allen Dingen des Lebens. Und unsere Kinder, euer Kind dürft ihr auch als
Geschenk empfangen von Gott. Er hat euch euer Kind anvertraut, eurer Fürsorge und eurer Liebe. Wollt ihr als Eltern, auch als Patinnen und Paten bei diesem schönen Amt, das ihr übernehmen wollt, wollt ihr auch dazu beitragen, dass euer Kind auch die Liebe Gottes kennenlernt? Gott, der die Liebe in Person ist und aus Liebe zu uns in dieser Welt gekommen ist, in Jesus, dem Sohn, dem Herrn und Heiland. Ja, wollt ihr, dass euer Kind Gott liebt, die Menschen und auch sich selbst lieben und annehmen kann? So wie Jesus uns es als gutes Beispiel gezeigt und vorgelebt hat. Und wollt ihr vor allen Dingen auch für euer Kind beten, Zeit mit ihm verbringen und auch eurem Kind helfen, dass es einen guten Platz in unserer Gemeinde findet und auch zu eigenem Glauben kommt? Wenn ihr das wollt, so antwortet laut und deutlich: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Das haben wir gehört als Gemeinde. Gott sowieso, denn er ist treu, er wird euch helfen bei dem, was ihr euch vornehmt und euch gelingen schenken. Ja, jetzt machen wir aber auch heute Morgen keine Trockenübung, sondern was fehlt noch? Das Wasser. Wasserquelle allen Lebens. Ohne Wasser könnte nichts und niemand bestehen auf dieser Welt. Und Jesus ist selbst eine Quelle erfrischendes Wassers. Ja, kommt nach vorne. Auch alle Kinder, die da sind, könnt gerne nach vorne kommen. Die Patinnen und Paten selbstverständlich auch. So, am besten so, dass... Genau. Kommt noch ein bisschen zurück. Genau. Der Taufbruch, den ihr euch ausgesucht habt, ist ein Psalmwort. Psalm 57, Vers 11. Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen, so übersetzt Martin Luther. Ihr habt euch eine andere Übersetzung ausgesucht und ist genauso gut. Denn das ist so großartig, was Gott uns schenkt. Da heißt es: Gott, deine Liebe reicht so weit der Himmel ist und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Ihr habt einen schönen Namen ausgesucht für euer Kind. Der erste ist der Noah. Noah, den kennt ihr? Noah, das war der erste Fußballspieler. Doch, Noah war der erste Fußballspieler. Gott sprach zu Noah: Geh du in den Kasten, ich mach den Sturm. Ja, ihr kennt ja die Geschichte von der großen Sintflut und von der Bewahrung, die Gott durch Noah schenkt. Und der zweite Name, haben wir auch darüber gesprochen, ist Manon. Manon kommt ursprünglich von Maria. Maria ist der einzige Mädchenname, den auch Jungs tragen dürfen. Etwa Rainer Maria Rilke zum Beispiel. Also ein wunderschöner Name. Maria, das ist der Josef sozusagen, der hält seine Maria. Und Maria, die das Kind hält und Jesus begleitet auf seinem ganzen Lebensweg. Wunderschöner Name. Jetzt bist du dran, Noah, Manon, Diekmann. Darf dich bitten? Genau, gehen wir auf die Seite. Jetzt muss Wasser fließen. Noah, Manon, Diekmann, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist die Liebe. Gott ist treu. Gott ist gut und Gott ist wahrhaftig.
größer, weiter als der Himmel und die Wolken. So großartig ist Gott und er möge dich begleiten, behüten und beschützen auf allen deinen Wegen. Amen. Ja. Wer bist du? Auch Marlon. Bingo. Marlon. Jetzt weißt du, wo dein Name herkommt, gell? Ja. Und hast du Lust, die Kerze anzuzünden? Das wäre doch cool. Guck mal, da vorne ist eine Kerze. Und die kannst du an der großen Taufkerze anzünden. Ja, genau. Das schaffst du. Ja. Genau. Gott hat uns nämlich das Licht des Lebens geschenkt. Und Gott möchte uns auch das Licht des Glaubens schenken. Und dafür steht diese Kerze, dass er Licht ist, uns begleitet und auch dich begleitet auf allen deinen Wegen. Bitte nimm bitte Platz. Haben da noch so ein Tuch zum Abputzen? Einem und ich möchten eurem Kind, allen Kindern, allen Menschen etwas mitgeben. Ganz persönlich. Wir vernehmen gute Wünsche für Noah und alle anderen Kinder, alle Kinder auf der Welt mit den Worten eines Gedichtes »Zeit zum Leben« von Elli Michler. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie nützt, kannst du etwas daraus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken. Nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, sondern Zeit, zum Zufrieden sein können. Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben. Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben, als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen, anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schauen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, die Zeit zu verschieben. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir Zeit zu haben zum Leben. Singen wir miteinander ein Lied, was ihr euch ausgesucht habt, 621, ins Wasser fällt ein Stein. Thank you.
Gnade sei mit euch. Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hören wir, wie wir es eingangs schon gehört haben, auf einen Bibeltext aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, denn sie betrügen euch. Sie verkündigen euch nämlich Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte diese Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Und wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht Gott der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Treuer Herr und Gott, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Fakten oder Fake News? Wahrheit oder Lüge? Alternative Fakten? Wem ist noch zu glauben? Was Jeremia und seine Prophetenkollegen dem Volk sagen, ist jeweils genau entgegengesetzt dem, was Jeremia sagt. Beides miteinander unvereinbar. Und dabei berufen sich doch beide auf den einen, einzigen, wahren, heiligen, allmächtigen Gott. Sie behaupten allesamt gleichermaßen: So spricht Gott, der Herr. Das Nebeneinander der Worte von Menschen, die behaupten: Ich vertrete keine Meinung, ich verbreite keine Lügen, sondern wir allein sagen die Wahrheit. Das fordert auch gerade in diesen Tagen heraus und verstört, damals wie heute. Also hochaktuell im Wettstreit der Worte. Und entscheidend: Woher gewinnen wir gute Kriterien und Maßstäbe, Lüge und Wahrheit voneinander unterscheiden zu können? Ehrlich, aufrichtig, einsichtig zu sein, offenherzig und dann vor allen Dingen gut und fair und noch besser barmherzig miteinander umzugehen. Vielleicht hilft eine Frage. Martin Niemöller hat sich schon als Kind gelesen und gestellt. Eine Frage, die so einfach, klar und wahr, wie beunruhigend und herausfordernd ist: Was würde Jesus dazu sagen? What would Jesus do? Haben die Jüngeren oder Junggebliebenen noch als Bändchen am Arm. Was würde Jesus dazu sagen? Martin Niemöller ist 9 Jahre jung, als ihm diese Frage das erste Mal begegnet. Also noch in der Grundschule.
Sein Vater ist Pfarrer und der Sohn kommt mit, als er einen Krankenbesuch bei einem Textilarbeiter macht. Und da steht diese Frage an der Wand. Ein frommer Spruch mit Glasperlen auf Samt gestickt. Was würde Jesus dazu sagen? Eine brisante und herausfordernde Frage, die sich für Niemöller in seinem langen Leben immer wieder neu unter Beweis stellen sollte. Im engen, verflochtenen Gewebe von Thron und Altar, von preußischem Staat, protestantischer Konfession und Untertanengehorsam wächst Martin Niemöller auf. Im Ersten Weltkrieg ist er ein stolzer Offizier der U-Boot-Marine, versenkt als Kommandant Handelsschiffe und tötet damit viele unschuldige Menschen. Beinahe hätte er sogar Albert Schweitzer getroffen, als der mit einem französischen Schiff vor Afrika liegt. Nach dem schrecklichen Krieg studiert Niemöller Theologie, will Sinn vermitteln durch die christliche Botschaft. Und genau deshalb wählt der evangelische Pastor die Nazis. Begrüßt 1933 freudestrahlend die Machtübernahme Hitlers. Doch dann wacht er auf, wird Mitbegründer der bekennenden Kirche und im direkten Wortduell entgegnet er dem selbsternannten Führer Adolf Hitler: Weder Sie noch sonst eine Macht der Welt ist in der Lage, uns als Christen die von Gott auferlegte Verantwortung für unser Volk abzunehmen. Seine Konsequenz und Haltung führt Martin Niemöller 1937 geradewegs ins KZ. Er ist Hitlers persönlicher Gefangener. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Widerstandskämpfer Niemöller dann zum glühenden Pazifisten. Er wendet sich gegen die Wiederbewaffnung der BRD und das weltweite atomare Wettrüsten. Und jetzt übrigens an der Seite von Albert Schweitzer. Der biblische Prophet Jeremia, der Bote Gottes über Völker und Königreiche und Martin Niemöller auf seinen Wegen vom U-Boot zur Kanzel. Beide sind von Gott berührt, ergriffen, gepackt, kantige, ja, feurige Menschen. Und sie passen nicht in diese Zeit, weil sie sich nicht anpassen. Unbequem, zuspitzend, ja scharf ist ihre Botschaft. Jeremia und Martin Niemöller wenden sich gegen die selbsternannten Führer in Staat und Kirche. Ihr seid Verführer. Eigene Wünsche, Interessen und Vorteile leiten euch. Mit falschen, fatalen Versprechungen macht ihr immerzu Wahlkampf. Ja, ihr schmiert den Menschen Honig um den Bart, anstatt die ehrliche, wenn auch bittere Wahrheit zu sagen. Und dann behauptet ihr auch noch, Gott ist auf unserer Seite und auf euer Wohlergehen aus. Dass Gott sein geliebtes, auserwähltes Volk in die Hände des Feindes gibt, das ist eine unerhörte Botschaft. Doch die Heilspropheten zur Zeit Jeremias spielen den Ernst der Lage herunter. Die Verantwortungsträger werden aber dadurch auch unfähig, den Willen Gottes zu erkennen und entsprechend zu handeln. Dabei geht es für das kleine Land Juda damals wie heute um alles oder um nichts mehr. Die Wegführung nach Babylon steht vor der Tür. Die Machthaber können sich nun auflehnen, können Krieg führen gegen die Übermacht der Feinde und damit zugrunde gehen. Oder sie können die Verbannung auf sich nehmen und wenigstens im Exil weiterleben. Die Schwere
jedoch wahrhaftige Botschaft von Jeremia wird dann übrigens bestätigt durch den Verlauf der Geschichte. Freilich erst im Rückblick, im Nachhinein, als das Wort Gottes erkannt. Ja, häufig genug wird Gott für unsere eigenen Zwecke vereinnahmt, benutzt und missbraucht. Darum, was würde Jesus dazu sagen? Jesus, der Heil und Leben mit sich bringt, Frieden und Gerechtigkeit möchte, der selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese Frage lässt Niemöller nicht los. Und die Antworten fallen im Verlauf seines Lebens, wie wir gehört haben, sehr unterschiedlich aus, weil auch die Situationen unterschiedlich sind. Und vor allen Dingen, weil Niemöller sich ändert, ändern kann, verändern lässt, durch eben diese eine Frage an ihn persönlich, was würde Jesus dazu sagen, was würde er tun? Und diese Frage stellt ihn in Frage. Ja, so konsequent und kantig, wie er selbst ist und auch bleibt. Niemöller war ja der erste Bischof, hat er zumindest gemeint, aber war auch nur Kirchenpräsident unserer EKHN. Und die alten Brüder, damals gab es ja nur Brüder im Pfarramt, die erzählen, wie Niemöller so mit ihnen umgegangen ist. Da bekam er dann abends einen Anruf: Lieber Bruder XY, morgen früh gehst du in diese Gemeinde und trittst deinen Dienst an. Der schluckte und sagte: Amen, mach ich. Am nächsten Morgen kam wieder ein Anruf von Niemöller. Ich habe mir das nochmal überlegt heute Nacht. Du gehst in die andere Gemeinde. Was sagte der Kandidat? Amen. So war das früher auch bei Niemöller. Also er war schon sehr kantig und sehr konsequent. Heute wäre er anders drauf, glaube ich, an dieser Stelle zumindest. Und doch, seine Frage, was würde Jesus tun? Da ist er mutig. Gegen seine eigenen bisherigen Meinungen und Überzeugungen auf Neues, auf anderes, auf Besseres zu vertrauen. Sich durchzuringen zu neuen Einsichten. Diese Frage bohrt seine Gewissheiten, durchlöchert ihn. Was würde Jesus dazu sagen? Diese Frage führt ihn auch zur Einsicht, ich hätte den Mund früher auftun müssen. Schon viel früher, nicht erst 1937. Nicht nur bei den Angriffen gegen Kirche und Glauben. Ich wäre schon früher zur Solidarität gefordert gewesen. Doch, so sagt und schreibt er später, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich auch geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Und als sie mich holten, gab es niemand mehr, der protestieren konnte. Ja, Gott nimmt Martin Niemöller ernst, mutet ihm was zu. Und er traut ihm zu, über seinen eigenen Schatten springen zu können. Das ist kein Schmusekurs, wie bei der freundlichen Stimme des Navis, die jetzt mit einfühlsamer Stimme sagen würde, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Auch wenn du dich verfahren hast oder im Graben landest, sie würde den Satz bis zum bitteren Ende wiederholen. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Die Stimme Gottes hingegen ist ehrlich und spricht Klartext. Stopp! Falsch unterwegs, umdenken, umkehren, jetzt, sofort. Das ist deine Gelegenheit. Und Gott sagt, ich helfe dir dabei. Ich helfe dir, auch wenn es weh tut. Und du es noch nicht verstehen kannst oder auch gar nicht wahrhaben willst. Ja, Martin Niemöller hat noch so einen
Augenblick erlebt. Davon möchte ich erzählen. Es ist nämlich ein Schlüsselmoment, auch für uns, für die Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland und die Geschichte der entstehenden Bundesrepublik. Am 18. Oktober 1945 wird der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland gegründet. Die Teilnehmenden stehen nun vor einer entscheidenden Frage. Verstehen wir uns als die Guten, als die besseren Überlebenden der Nazi-Diktatur? Oder sind auch wir ein Teil der Verantwortungsgemeinschaft? Sind wir fein raus oder sind wir auch mittendrin? Und wie sollen die Kirchen aus den Ländern der anderen Kirchen, der Siegermächte, mit uns in Deutschland umgehen? Gehören wir überhaupt noch zur weltweiten Gemeinschaft der Christinnen und Christen? Eine Delegation aus der ganzen Welt besucht das Ratstreffen in Stuttgart. Am Abend zur Eröffnung findet natürlich ein Gottesdienst statt. Martin Niemöller wird gebeten, die Predigt zu halten. Zur Vorbereitung ist in dieser hektischen Zeit nicht viel Zeit und Ruhe. Aber er tut das, was man auch als Pfarrer öfters tun sollte. Er fragt seine Frau. Und die schlägt ihm vor, einen Bibeltext eben aus dem Buch des Propheten Jeremia. Und diese Predigt Niemöllers verändert die Stimmung damals völlig, berichten ganz viele einhellig. Die Gäste aus der weltweiten Ökumene hören, was sie kaum zu hoffen gewagt hatten. Keine Ausflüchte, keine Entschuldigungen. Und der Leiter der Delegation berichtet später, es war eine machtvolle Predigt über das Wesen der Buße. Niemöller hatte nämlich gesagt, es genügt nicht anderen die Schuld zu geben. Auch die Kirche muss ihre eigene Schuld eingestehen, Fehler erkennen, bekennen und dann auch bereuen. Ja, die einsichtigen Worte und die Haltung Niemöllers sind der Einstieg in ein offenherziges, zielführendes Gespräch. Versöhnung, Vergebung und Neuanfang können nämlich nur gelingen, wenn alle merken und spüren, ich meine es ernst, ich bin aufrichtig und ich will in Zukunft nun wirklich anders handeln. Und dafür gibt es eben Kriterien, an denen man das erkennen kann. Niemöller lässt sich prägen vom Zuspruch Jesu, der unbedingt etwas mit uns zu tun haben will. Und Niemöller hält Gottes Anspruch aus und durch, wie Jeremia, der unbequeme, konsequente, radikale Bote Gottes. Am nächsten Tag entsteht unter diesem Eindruck die Stuttgarter Schuldbekenntnis, die Stuttgarter Schulderklärung wörtlich. Und dort lesen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Auf dieser Basis kehren die deutschen evangelischen Kirchen wieder zurück in die weltweite Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Doch Niemöller hat dafür viel einstecken müssen. Seine Worte von damals halten viele in Deutschland nicht aus. Auch da gibt es wieder selbsternannte Heilspropheten und die entrüsten sich ziemlich. Doch es ist das notwendige Wort zur richtigen Zeit. Was würde Jesus dazu sagen? Man kann diese Frage als ziemlich naiv betrachten. Als müsste man nur die Bibel aufschlagen und so mit dem Finger auf eine Stelle und dann wüsste man genau, was der Wille, das Wort Gottes ist. Als wären dann alle Fragen gelöst und alle Antworten glasklar. Nein, so einfach haben Jeremia und Martin Niemöller die Frage nicht gemeint und auch nicht angewendet. Was würde Jesus dazu sagen? Das war für sie eine bohrende Frage, zugleich ein guter Maßstab und ein Kompass. So werde ich frei, gelassen und gewiss, bereit für Gott, die ganze Schöpfung
und die Menschen. Was würde Jesus dazu sagen? Dieser Frage hat die Botinnen und Boten Gottes in der Spur gehalten. Und das in allen Wendungen, Erschütterungen, Verunsicherungen, bei allen Brüchen und auch Neuaufbrüchen. Was würde Jesus dazu sagen? Ich bin davon überzeugt, diese Frage hilft und stärkt auch uns. Nicht nur nachzuplappern und einfach mitzumachen, so wie die sogenannte schweigende Mehrheit oder die gleichgültige, bequeme, oft feige und ängstliche Masse. Wahrheit oder Lüge? Was würde Jesus dazu sagen? Probieren Sie es mal aus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Weg, Wahrheit und Leben ist. Amen. O komm, du Geist der Wahrheit. Wir singen dieses pfingstliche Lied. 136 im evangelischen Gesangbuch.
Lasst uns beten, miteinander und füreinander und so weit als möglich aufstehen. Lebendiger Gott, treuer Herr, von deinem Wort geht alles Leben aus und durch dein Wort ist alles geschaffen. In Jesus Christus ist dein ewiges Wort Mensch geworden. Im Heiligen Geist spricht dein Wort uns an. Du hast Menschen aus uns gemacht, die sich mitteilen können. Du wendest dich uns zu, bist eingegangen in unsere Sprache und Welt. Die großartige Geschichte deiner Liebe zu uns erzählt die Bibel ehrlich und authentisch. Wir freuen uns für alle, die dein Wort lieben und beherzigen. Wir sind froh und dankbar für die Menschen, die uns von deinem Wort erzählt haben und gute Worte für uns finden. Wir wünschen uns so sehr, dass dein Wort auf guten Boden fällt und deine Saat aufgeht. Denn wir gehören zu einer Kirche und Gemeinde, die auf dein Wort gebaut sein soll und die gute Botschaft weitersagt in der Welt. Lass dein Wort gehört werden und auch harten Boden durchdringen. Wir freuen uns, wenn deine Saat wächst und gute Früchte trägt. Doch manchmal kommen deine Worte bei uns nicht an. Sie bleiben uns fremd und geheimnisvoll. Sie stören uns. Wir können nichts damit anfangen oder stellen uns taub. Begabe und begeistere uns, damit dein Wort lebendig unter uns wird und bleibt. Wir bitten dich für alle Menschen, die mit ihren Worten Macht ausüben oder berufen sind, Recht zu sprechen. Lass sie mehr tun als Stimmung machen oder verurteilen, sondern die Wahrheit vor den Tatsachen sehen, dass sie Möglichkeiten suchen für Verständigung, Frieden und Versöhnung. Wir bitten dich für uns um Worte, die uns und anderen gut tun. Wir denken an Menschen, die leiden, weil sie mit Worten verletzt, enttäuscht oder herabgewürdigt werden. Lass uns mit unseren Worten nichts Böses anrichten, kein Lügen nachlaufen oder Sprachverwirrung stiften, sondern Freude säen und Frieden ernten. Es macht uns Angst, wenn Menschen sich auf heilige Schriften berufen, um damit Ungerechtigkeit und Gewalt zu rechtfertigen. Wir wissen, und es macht uns betroffen, dass dies auch in der Christenheit immer wieder geschieht. Bewahre uns vor der Versuchung, unsere Absichten und Interessen als deinen Willen auszugeben. Gott, du gegenwärtiges Wort, in der Stille können wir dir alles sagen, jede und jeder für sich. Wir fassen unsere Gebete zusammen mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommen wir zu den Ankündigungen. Als erstes ein herzliches Dankeschön allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ob an der Technik, ob Küsterdienst, ob an der Orgel, Predigtdienst oder am Lesepult. Allen sei unser herzliches Dank gesagt.
Die Kollekte möchte ich Ihnen heute ganz herzlich empfehlen. Sie ist bestimmt für Flüchtlinge und Asylsuchende von der Diakonie. Wer war denn der erste und bekannteste oder einer der ersten und bekanntesten Flüchtlinge? Unser Herr Jesus Christus. Vielleicht in einem Alter, als Noah war, musste er ins Ausland fliehen. Und wenn ich so recht nachdenke, auch meine Mutter war Flüchtling und mein Vater Wirtschaftsflüchtling. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben ein ganz schlechtes Gedächtnis, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Die Kollekte sei Ihnen ganz herzlich empfohlen. Am Freitagabend ist wieder ein Mittelpunktgottesdienst um 19.30 Uhr in der Friedenskirche am Bahnhof. Mit Judith Klein, Lina Kost und dem Team und der Band. Trau dich, sag was, ist das Thema. Nächsten Sonntag Vormittag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Simmersbach, 10.45 Uhr in Hirzenhaindorf. Jeweils mit Abendmahl und Pastor Hoppe wird uns diesen Gottesdienst halten. Wir beschließen jetzt den Gottesdienst mit dem letzten Lied, Amazing Grace. Nach dieser Melodie singen wir das Lied, aber auf Englisch und auf Deutsch.
Wunderbare Gnade, wie süß der Klang, der einen Schuft wie mich rettete. Einst war ich verloren, aber jetzt bin ich gerettet, war blind, doch jetzt sehe ich. Gott hat mir versprochen, es wird gut. Sein Versprechen gibt mir Hoffnung. Er ist mein Schatz und gibt mir Anteil am Leben. So geht hin im Frieden mit dem Segen des Herrn. Er segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Das Taufkind schläft so süß und friedlich. Wir nehmen noch mal Platz und hören das letzte Stück und wünschen euch einen schönen Tag. Auch hier gibt es noch eine kleine Planänderung. Und zwar brauche ich sie jetzt noch mal. Es gibt eine Improvisation zu Nun danket alle Gott. Und zwischendrin kriegen wir ein Zeichen. Ich schaue dann in die Menge hinein. Und dann singen wir noch die erste Strophe von Nun danket alle Gott, EG 321, die erste Strophe auf mein Zeichen. Ja, man kann Gott danken auch mit einer Tasse Kaffee. Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee draußen vor der Tür.